Ungewöhnlicherweise war die letzte Woche für die Aktienmärkte nicht wirklich erfreulich. Normalerweise eine Woche vor der Wahl geht es schon nach oben. Ist die Stimmung gut, weil man sich denkt, naja, who cares, egal wer gewinnt, es ist nicht so schlimm, die Welt geht nicht unter. Da wird es positive Aspekte geben, dann ist die Unsicherheit weg, etc., etc. Aber das, was vielleicht in der letzten Woche auffällig war, war zunächst mal, dass eben diese Unsicherheit nicht weggeht, dass wir auf der anderen Seite gesehen haben, es gibt scheinbar keine Fluchtmöglichkeiten außerhalb des Dollars. Auch die Anleihemärkte scheinen diese Fluchtmöglichkeit nicht mehr zu geben. Und was möglicherweise jetzt die entscheidende Frage ist, was haben wir da eigentlich bei den US-Tech-Werten gesehen? Ist das, naja, mal ein paar Chips vom Tisch nehmen, nachdem die Zahlen überwiegend ja sehr, sehr gut ausgefallen sind? Oder war das das Signal dafür, dass die Party im Tech-Bereich zu Ende ist? Und wenn die Party im Tech-Bereich zu Ende ist, dann wird das für die Aktienmärkte insgesamt schwer, denn diese Tech-Party hat die Aktienmärkte ja nach oben ziehen lassen. Sehen wir dann also vielleicht Value wieder mit einem starken Comeback? Das sind die Fragen, die wir jetzt in nächster Zeit beantwortet bekommen. Aber wir starten jetzt in die Monsterwoche. Und Monsterwoche bedeutet, wir haben die US-Wahlen am Dienstag, wir haben die Fed am Donnerstag, wir haben die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag und wir haben die ISM-Einkaufsmanager-Indizes aus den USA. Also da ist einiges geboten. Und wir schauen uns zunächst mal an, was in der letzten Woche passiert ist. Die globalen Aktienmärkte, 4,1 Billionen an Marktkapitalisierung verloren, schlechteste Woche seit dem März, und mehr als das BIP Deutschlands wurde da also in der letzten Woche praktisch ein bisschen ausgepreist. Man hat ja natürlich sehr, sehr viel im Vorfeld in diese Aktienmärkte eingepreist, eben in der Hoffnung auf die permanenten Stützungsmaßnahmen der Fed, dazu gleich ein bisschen mehr. Und wir haben natürlich diesen Abverkauf der Tech-Werte, der bei Amazon vor allem erstaunlich ist. Super Zahlen kann man eigentlich nicht meckern, die Aktie dennoch 5% im Minus. Bei Apple gab es da schon mehr Gründe, hier ein bisschen skeptisch zu sein. Schauen wir uns diesen roten Oktober, wie hier Holger Čepić formuliert, nochmal an. Der DAX war der schwächste Index der größeren Indizes. 9,4% hat er im Oktober verloren. Noch stärker unter Druck WTI-Öl, also die Energiemärkte, könnte man sagen. Auch heute geht es wieder deutlich nach unten. Also das ist schon ein gewisses Massaker. Die Energiewerte werden immer günstiger. Oder ist die Zukunft praktisch schon negativ für diese Werte, weil eben dann Elektromobilität sich durchsetzt? Das ist die große Frage. Entscheidend ist, dass wir sozusagen in Asien die besten Performer sehen. Hang Seng, MSCI World, Emerging Markets, das sind so die Bereiche, die gut gelaufen sind. Die Frage ist, wird das dauerhaft so sein oder bekommen die auch ein Problem, vor allem die Emerging Markets, falls der Dollar seinen Höhenflug fortsetzen sollte? Hier sehen wir den Policy Uncertainty Index, der sich so ein bisschen gefangen hat, aber jetzt wieder nach oben tendiert. Diese Policy Uncertainty war ja in der Corona-Krise im März extrem. Was wird passieren? Dann diese Beruhigung. Jetzt geht diese Unsicherheit wieder nach oben. Und normalerweise sehen wir eigentlich jetzt steigende Aktienmärkte. Spätestens in der Woche der Wahl geht es dann nach oben. Hier mal der Vergleich. Helle Linie ist 2020, die dunkle Linie ist das, was sonst eigentlich passiert. Das sehen wir, normalerweise geht die Rallye im Oktober schon los und dann kommen wir in diese Jahresendrallye-Situation. Aber wir haben eben in diesem Jahr wenig saisonale Übereinstimmungen zu den letzten Jahren. Es gab nicht Sell in May and Go Away, sondern da stiegen die Märkte. Und im September einzusteigen war dann auch nicht die beste Idee. Das ist also sozusagen in diesem Jahr irgendwie alles anders. Und jetzt ist die Frage, was passiert natürlich mit den US-Wahlen? Das ist das Thema überhaupt jetzt in dieser Woche. Werden wir zeitnah dann wirklich wissen, wer diese Wahl gewonnen hat? Trump jedenfalls sagt, wenn es knapp ist, so Berichte von Axios und anderen aus den USA, wenn es knapp ist, dann werde ich mich vorab schon mal zum Sieger erklären. Also hier die Bereitschaft sozusagen richtig in die Vollen zu gehen, ist bei Donald nach wie vor da. Und das, was Sie hier sehen, ein bisschen kryptisch erstmal erscheint, ist vielleicht das Entscheidende in Sachen, wann wissen wir das Wahlergebnis. Hier ist nämlich aufgezählt, in welchen Staaten wann diese Briefwahlzettel gezählt werden können. Und in wichtigen Staaten, wie zum Beispiel Florida und North Carolina, die beide Swing States sind, die beide sehr eng sein könnten, darf man vor der
Wahl schon beginnen, hier auszuzählen. Das dürfte auch passiert sein. Das heißt, sobald dann praktisch die Wahlurnen geschlossen sind, wird Florida und North Carolina die Ergebnisse der Briefwahlen veröffentlichen. Und da dürften wir dann schon einen sehr, sehr guten Einblick haben, was da der Fall ist. Wenn zum Beispiel sich abzeichnet, dass Biden, mal hier praktisch als Beispiel nur genannt, dass Biden Florida, in Florida bei den Briefwahlen sehr, sehr gut abschneidet, besser als erwartet, oder North Carolina eben sozusagen doch vielleicht an Biden fällt oder klar an Trump fällt, je nachdem, dann wissen wir wahrscheinlich schon, was passiert. In anderen Bundesstaaten darf erst sozusagen gezählt werden am Tag der Wahl, oder das ist also sozusagen dieser Flickenteppich in den USA, der so wahnsinnig schwer zu durchschauen ist oder der ein Gesamtbild so wahnsinnig schwierig macht. Wir haben jetzt Lockdown auch gewisserweise beim Weißen Haus, da wird jetzt ein Sicherheitszaun, der unüberwindbar ist, hervorgezogen, damit da sozusagen Demonstranten oder wer auch immer nicht zu nah ans Weiße Haus kommen. Wie sind die Märkte jetzt positioniert im Vorfeld dieser Monsterwoche? Was wir hier sehen, sind rekordhohe Short-Positionen auf die 30-jährige US-Staatsanleihe. Mit anderen Worten, die Marktteilnehmer wetten so stark wie noch nie darauf, dass der Kurs der Anleihe sinkt und damit die Renditen steigen. Man geht also jetzt in diese Monsterwoche mit der Erwartung steigender Renditen für US-Staatsanleihen, steigende Renditen. Das ist auch die Erwartung, wenn Joe Biden gewinnen würde, denn das würde bedeuten viel mehr Verschuldung offenkundig, vor allem dann, wenn eben die Demokraten einen Sweep schaffen, also praktisch alle drei Ämter respektive Institutionen erobern können, also Präsidentschaft plus Abgeordnetenhaus plus Senat, dann die Erwartung, kommt ein großer Stimulus, dann kommt die große Party. Wir sehen also, hier wäre Schmerz vorhanden, wenn wir in die andere Richtung laufen, wenn also praktisch aus irgendeiner Risikoaversion heraus die Anleiherenditen doch fallen würden, statt zu steigen. Das würde viele auf den falschen Fuß erwischen. Wir sehen, dass die Trader überwiegend long sind im S&P 500. Man geht also mit einem gewissen Optimismus in diese Woche. Nur beim Nasdaq gibt es leichten Überhang von Short-Positionen. Also auch hier sieht man, aha, Tech vielleicht ein bisschen schwächer in nächster Zeit. Und wir sehen, dass die Märkte auch mit einer rekordhohen VIX-Short-Positionierung hier in die Wahl gehen. Nicht rekordhoch, aber sehr, sehr hoch. Das heißt, man wettet auf fallende Volatilität. Was ist aber in den letzten Wochen im Grunde seit September passiert? Die Volatilität ist gestiegen. Das heißt, hier würden sehr, sehr viele Leute möglicherweise auf den falschen Fuß erwischt werden, wenn es denn tatsächlich noch weiter nach unten ginge, entgegen dem saisonalen typischen Verlauf. Also da ist durchaus viel Schmerz möglich jetzt in den kommenden Tagen. Und Schmerz vielleicht auch für diejenigen, die sagen, naja, die Fed wird uns retten, was soll schiefgehen? Aktienkurse steigen immer. Wenn man sich mal die Märkte genau anschaut, dann sieht man, dass zum Beispiel der S&P und die Inflationserwartungen praktisch parallel laufen derzeit. Was bedeutet das? Heißt das, dass die Fed sozusagen noch am Drücker ist? Nein, eher weniger, denn die Fed hat nicht so wahnsinnig großen Einfluss auf die Inflationserwartungen, sondern vor allem Stimulus hat Einfluss auf die Inflationserwartungen. Wie viel wird also passieren durch die Regierungen? Mithin ist also sozusagen, könnte man formulieren, der US-Senat oder die Politik ist jetzt wichtiger als die Fed geworden. Und es ist möglicherweise eben ein entscheidender Grund auch gewesen, dass dieser Stimulus nicht gekommen ist, den viele erwartet hatten. Also keine Einigung zwischen US-Demokraten und US-Republikanern. Wenn wir jetzt die Situation haben nach den Wahlen, dass zum Beispiel nach wie vor eine gemischte Situation der Institutionen ist, also Präsident Biden, aber Senat weiter republikanisch, oder andersrum, Trump ist der weiter Präsident, aber zum Beispiel Abgeordnetenhaus respektive Senat bleibt republikanisch, dann haben wir da ein Thema, dann wird es schwierig mit dem Stimulus. Und schauen Sie sich mal die Rohstoffpreise an, die steigen oder fallen exakt genau mit den Inflationserwartungen. Je mehr Hoffnung auf großen Stimulus, umso größer die Inflationserwartungen, umso besser für die Aktienmärkte, umso besser für die Rohstoffpreise. Und eben das Gegenteil, wenn dieser Stimulus nicht kommt, die Erwartungen an Stimulus runtergehen, dann fallen die Rohstoffpreise, dann fallen tendenziell auch die Aktienmärkte. Man kann die Frage stellen, ob wir jetzt eigentlich mit einem solchen Cover wie hier von Jerome Powell in Barron's Peak Fed gesehen haben, also praktisch den Hochpunkt
der Wahrnehmung, dass die FED der alles entscheidende Treiber ist. Und das ist eine spannende Frage, die wir in den nächsten Tagen noch nicht beantworten können. Aber das ist vielleicht ein Game Changer, der sozusagen so ein bisschen unter der Oberfläche ist und den viele noch nicht gesehen haben könnten. Und wir haben jetzt in UK auch Lockdown überall. Viele sagen ja, Merkel fährt die deutsche Wirtschaft gegen die Wand. Ja, aber es machen alle anderen offenkundig auch. Die Österreicher mit einer Ausgangssperre ab 20 Uhr. Das ist echt bitter. Wir haben Lockdown in UK. Wir haben in Frankreich heute neue Maßnahmen, sodass viele, die zum Beispiel irgendwo zu Besuch sind, heute zurückreisen müssen. Also es passiert ja europaweit. Nicht nur in UK, das dürfte laut Marcel Fratscher und seinen Berechnungen, Marcel Fratscher, die größte Leuchte, seit es Weltgeschichte gibt, dürfte so um und bei 19 Milliarden Euro kosten. Wobei die Frage ist, naja, ist es dann wirklich Ende November vorbei? Daran kann man zweifeln, aber wir werden sehen. Und die Grundfrage ist, die sich stellt, hier nochmal Frankreich, 46.000 neue Fälle, absolut hohe Zahlen in Frankreich. Positivquote der Tests 20,4%, das heißt mehr als jeder fünfte Test ist positiv. Das sind absolute Horrorzahlen. Und in China dagegen, wie Hu Qijin formuliert, Chefredakteur der Global Times, sagt, wie hat China das, die Epidemie kontrollieren können? Das ist die große Frage. Kaum einer spricht darüber, warum in Asien die Situation, vor allem in China, viel entspannter ist. Wir haben auch relativ geringe Zahlen in Japan, relativ geringe Zahlen in Südkorea, vielleicht noch wetterbedingt. Wir hatten im Sommer ja hier auch kein Problem. Allerdings scheinen die Asiaten hier etwas richtig zu machen. Und das ist so ein bisschen das Symbol dafür, dass die Dinge möglicherweise in Zukunft eher für die Asiaten als für den Westen, respektive die Europäer und die Amerikaner laufen, sollte man mal drüber nachdenken. Auch die Zahlen jetzt aus China waren ziemlich gut. Der Kaixin Einkaufsmanager-Index besser als erwartet, zeigt allerdings so erste Bremsspuren in Sachen Export, eben weil die anderen im Lockdown sind. Das heißt, wir sehen, dass die Chinesen dann auch wieder natürlich zwar am besten aus dieser Krise kommen, aber natürlich auch gebremst werden durch neue Lockdowns. Also, das ist die Situation. Wir haben auf der einen Seite jetzt diese Corona-Situation, wird wichtig. Wir haben diese Monsterwoche, wird natürlich wichtig mit Daten, mit natürlich der Wahl, mit der FED-Sitzung. Was wird die FED tun? Hat die ihren Hochpunkt schon überschritten? Und wir haben eben die Frage, wissen wir wirklich am Mittwoch schon ziemlich sicher, wer jetzt neuer Präsident ist, wie wirklich die Machtverhältnisse aussehen? Ich denke, dass sozusagen im Vorfeld Rallyes passieren können, die aber dann wieder mal zwischendurch abverkauft werden können. So wäre meine Einschätzung. Wir werden nervös mit Volatilität in diese Wahl gehen und erst dann kann, wenn Klarheit herrscht, eine Richtungsentscheidung vielleicht nach oben, vielleicht aber auch nach unten fallen. Wir werden sehen. Jetzt wünsche ich erstmal einen guten Start in diese Woche und sage Servus und Ciao.